So, herzlich willkommen zu den elektronischen Shop-News. Ich begrüße euch total und recht herzlich hier in diesem Medienhaus in Nordrhein-Westfalen. Wir leben natürlich mit dem Zeiteisen Elektronik, volle Elektronik. Wir haben nicht nur, sondern wir arbeiten auch damit. So, ja, wie gesagt, elektronisch verbunden, elektronisch gut und nicht gut und schlecht noch schlechter, aber so ist das Leben. Das Leben ist elektronisch geworden. Wir haben elektronische Freunde, die wir noch nie zu Gesicht analog bekommen haben. Natürlich habe ich viele elektronische Freunde auch analog kennengelernt, aber ich musste leider die Analogie direkt wieder canceln. Ja, dann ist natürlich die elektronische Sache auch erledigt. So, ihr wisst, was hier so hin und wieder hier sitzt und vor der Kamera spricht, und ihr wisst auch anhand der Kommentare, welch Klientel sich da niedersetzt. So, meiner einer ist halt bei einem Klientel da angekommen, die halt einen da nichts Gutes wünschen. Ist halt so, muss man durch. In der Welt der Schauspielerei ist es auch jetzt so, dass da eine Zwiespaltigkeit entstanden ist, die da mitgemacht haben, gewisse Sachen zu machen. Machen, also klappt jetzt nicht. Also ich habe natürlich viele Spielereien, die mich hier begleiten. Und man kann natürlich vieles damit ausdrücken. Man kann auch vieles da hinein interpretieren, was ich nicht mache. Ne? So. Freundesanfragen elektronisch, da habe ich genug. Ja, und hin und wieder muss ich selber welche löschen und bin hin und wieder dankbar, dass welche gehen, damit neue wieder folgen können. Ne? Ja, so. Die Welt online ist eine Fiktion, und ich habe mir mal überlegt, wenn die es nicht mehr gäbe, würde ja die Analogie zurückkommen. In der analogischen Welt könnte man uns Corona nicht verkaufen. Das geht gar nicht. Weil so ein Lauffeuer wie damals gibt es nicht. Damals, wo auch, also Pandemien waren immer und Unfälle waren immer, Grubenunglücke zum Beispiel in den 60ern, Vietnamkrieg in den 70ern, 1956, Koreakrieg, also es war immer etwas, das wollte ich jetzt gesagt haben. Okay, aber das wissen wir ja jetzt durch Google. So, durch Google könnt ihr an meinem Leben teilhaben. Ihr habt mich ja schon als Foto gesehen, ihr habt mich als Video gesehen, ihr habt jetzt diesen Beitrag gesehen, wohlwollend oder nicht wohlwollend quittiert, honoriert oder auch nicht. So funktioniert ja Welt digital, das ist klar. So, die Welt digital ist, bleibt, und während ich spreche, kann ich hier, wie gesagt, schöne Sachen verteilen. Und das habe ich jetzt hiermit auch getan. Ich habe ja genügend Leute, die auch hier stehen und traurig wären, wenn ich gehen würde. So. Und die überwiegen natürlich. Und deswegen bin ich immer noch hier. Und deswegen mache ich auch solche Shop-News. Warum soll ich nicht mal über die Wahrheit reden? Die Wahrheit ist halt, dass wir eine zwiespältige Zeit, also die ist zwiegespalten, diese Zeit. Ich hatte auch gerade wieder mit einem Kollegen gesprochen, der auch selbstständig ist in dieser Welt, Elektronik. Er baut euch diese Geräte, ja, er konstruiert diese Geräte und konfiguriert diese Geräte und repariert diese Geräte. Ja, so, das ist sein Beruf, sein Job. Auch Ü60 und gehört auch zur Fakultät. Nein, danke. Nein, danke bedeutet, dass wir nicht einfach hinnehmen, was eine Regierung, die keine Regierung ist. Sie ist keine Regierung, das sind gewählte Politiker. So, ich runde jetzt mal auf. Wir sind über 80 Millionen Einwohner durch 16 Bundesländer und haben fast über 700 Abgeordnete. Russland, China, wie die alle heißen, haben gerade mal die Hälfte an Abgeordnete. So, Amerika ist klar, die leben mit einem Präsidenten und mit dem Unterhaus, Oberhaus und regeln das auf ihre Art. So,
Auch das ist ein Bundesstaat, der ganz viele Bündnisse eingegangen ist. Und wir leben im Jahr 2021. So, 100 Jahre von 1920 bis 2020 kann jeder mal Replay machen. Was war denn los? 1920, 50 Millionen Menschen an die Verimpfung und an die Grippe gestorben. Grippe. 1969, 70 gab es auch eine Grippe. Auch 50 Millionen verstorben. So, jetzt lese ich natürlich digital. Analog, noch einmal, analog habe ich viele Kunden verloren an den Tod. Ist so, einer hat sich sogar selbst umgebracht. Der junge Mann war 28 Jahre alt. Warum er es getan hat, weiß die Mutter auch nicht. Ja. So, und die jüngste hier war 19, die sich umgebracht hat. Und die etwas ältere war über 40. Warum die sich umgebracht hat, weiß ich nicht. So, es ist jetzt kein Scherz, was ich hier mache. Ich meine das schon ernst. Dass ich solche Job-News raushaue, ist, erstens ist es, wie gesagt, auch mein Beruf. Ich bin kein Schauspieler, ich gehöre aber zur Welt der elektronischen Aufzeichnung, in der Welt der Medien, als Kamera, an der Kamera ausgebildet, um damit etwas aufzuzeichnen und das dann zusammenzusetzen und daraus etwas zu machen. Okay? Gut. So. Ja. Also ich beantworte elektronische Fragen. Ich helfe in der Welt der Elektronik, ne? Ja. So, ich finde es gut, dass das, also mir gefällt die Welt. So. Geimpft, nicht geimpft. Geöffnet, nicht geöffnet. So richtig weiß ich gar nicht. Also ich meine, das Reisebüro nebenan ist geschlossen. Der Second-Hand-Laden, eine Hose für 1 Euro, Schuhe für 2 Euro, ein Hemd für 50 Cent, hat auch geschlossen. Ich weiß nicht, ob er das Geschäft weiterführen wird, ob er es schließt, ob er zurückkommt, weiß ich nicht. Mein Kollege nebenan, der, wie gesagt, die Elektronik macht, macht natürlich weiter, weil er ja die Geräte hier konfigurieren, reparieren und einpflegen muss, denn Windows verändert sich. Wir bekommen ja alles das neue Win 10 und das muss ja eingepflegt werden, weil das nicht jeder kann. Es gibt natürlich hin und wieder Bugs. Man hat uns auch gestern informiert, dass das sogenannte das Programm Flash wirklich tatsächlich verschwindet. So wie das DOS. Es ist zwar noch anwesend, aber nicht so offensichtlich. So, und Win soll Ende des Jahres, Oktober 2021, eine neue Oberfläche bekommen, soll neu aussehen und so weiter und so fort. So, jeder, der sich mit dem Computer auskennt, weiß, dass er sich den immer zu Gemüte führen muss, nicht nur das gute Stück hier. Es ist halt so, ne? So, ich finde es super toll, dass man WhatsApp, dass man Telegram macht und Snapchat und Instagram und TikTok. Ach, es ist herrlich. Also ich sehe ja viele, die ich analog nicht mehr sehe. Ich sehe sie aber bei TikTok. Ob das ja unser Busfahrer ist, den ich gut kannte von früher. Hat auch bei Sat.1 mal gedreht und der hat auch eine eigene Sendung, die er nachher verkauft hat. Bei Clipfish. Clipfish hat dann seine Sendung aufgekauft und hat die dann verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob Clipfish noch gibt. My Video, das waren so unsere Sachen. Sevenload, My Video, Clipfish und dann kam Dailymotion, Kiwego. Das war mal. So, Vivenco und Vimeo, die wollen uns natürlich immer für teures Geld unsere Videos verkaufen. Das heißt also, wir können unsere Videos dort parken. Ja. Ich sprach gerade von Instagram. Da ist Instagram, sie kennen wir ja, ist eine Schauspielerin, die leite ich direkt weiter an jemanden, der total verliebt ist in sie. Ist ein junger Spund ist das. Er ist halt total verliebt in sie. Dann schicke ich ihm meistens das Foto, dann kann er sich das anschauen. Kann sein, dass er sich auch gleich bedankt. Das macht er öfters. Aber er hat ja jetzt zu tun. Er ist nämlich ein Tierbetreuer.
Er ist ein Tierbetreuer und hat Pferde, die er betreut. Und ja, und hat trotzdem seinen frohen Ball. Er möchte auch zu Berlin reisen. Er möchte auch diese Schauspieler kennenlernen, wenn das möglich ist. Sie hat ein Restaurant, wenn sie es aufmacht, würde mich freuen. Sie ist Schauspielerin, Model und hat ein Restaurant. So, man hört leider nichts. Ergun Atalay ist momentan bei seiner Familie in Hamburg. Er dreht nicht, er schreibt an Bücher, er verkauft seine Accessoires. Ja, dann hat er ja ein bisschen moderiert für 25 Jahre Cobra 11. Dann gibt es in Recklinghausen die Gruppe, die halt Fans sind, mittlerweile 400. Dann gibt es natürlich schon die Urfans, das sind schon mal über 13.000 Fans von Cobra 11. So, das sind hier die Shop-Plaudereien. Vielleicht werde ich hier hin und wieder mal wieder einen begrüßen, was ich nicht vermute. Es ist halt vorbei. Ich habe Sachen gelöscht, aus 12 Jahre alt, weil die Schauspieler im Moment uneins sind. Dann habe ich eins gelöscht, das war 6 Jahre alt. Dann habe ich meine Aufträge durchzogen und vollzogen. Ihr habt sogar ein Gespräch mitbekommen. VHS überspielen, Single 8 überspielen, das ist auch, wird auch gemacht, aber wie gesagt, ich persönlich habe ja damit nichts zu tun. So, ich mache hier meine Videoclips, die seht ihr ja jetzt, ihr seht mich beim Moderieren und hin und wieder seht ihr da Dr. Einzahn oder wie die sich alle so nennen. Ne? Ja, und Corona-Gegner, Befürworter, also wie gesagt, Befürworter habe ich noch keine Gäste gehabt, die mir erklären hätten können, warum sie Corona-19 als Impfung befürworten. So, heute Morgen hatte ich eine Kundin, bin jetzt 20 Cent reicher, Vaterstaat hat daran sich erlabt, 19% Mehrwertsteuer. Ja, so sieht die Welt in einer, ja, so sieht die Welt halt aus. Alles, was wir anbieten, minus 19%. Und ja, Gebühren, Gebühren, Gebühren. Wenn wir ganz ehrlich